Hallo und herzlich willkommen bei Sina im Gewächshaus. Heute ist der 10. September 2018 und ich möchte euch mal zeigen, wie es im Moment in meinem Gewächshaus aussieht. Also hier rechts habe ich meine Zitronenchili. Ich habe die gerade abgeerntet, aber es sind noch so viele Chilis dran. Wahnsinn! Und die habe ich gerade abgepflückt. In einem Video habe ich euch mal gefragt, was ich damit tun könnte. Ich habe mich jetzt entschieden, viele zu trocknen, ein Teil einfrieren und ganz viele verschenken. Je mehr ich Bekannte und Verwandte gefragt habe, desto mehr Interesse wurde gezeigt. Ja, also ich werde die schon los. Dann gehen wir mal rein. Ja, es sieht recht übersichtlich jetzt hier aus. Die ganzen Blätter von den Tomaten von unten habe ich bereits entfernt. Tomatenzweige liegen hier kreuz und quer. Ein paar blühen noch, ein paar reifen nach. Hier zum Beispiel habe ich die kleinen Birnchen. Die habe ich auch schon gekappt. Und daneben die Indigo Blue. Ja, die hat aber weiter oben auch noch Früchte angelegt. Die malachitowaya Schatulka reift noch nach, aber hat genauso neue Früchte angelegt. Und das ist die Nonna Antonia. Sind die nicht wunderschön, die großen? Aber den Rekord werde ich wohl nicht brechen. Bei Mückes Challenge, Tomaten Challenge, kann man ja mitmachen, aber 500 Gramm werde ich wahrscheinlich damit nicht erreichen. Aber die hat auch noch Tomaten dran. Wie ist die denn da? Ich habe nicht geschafft, über jede Tomatensorte zu berichten. Ich erzähle nur ganz kurz jetzt darüber. Also alle Tomatensorten, die hier noch übrig geblieben sind, gehören zu meinen Lieblingssorten. Das hier, Little Lucky Herd. Little Lucky, aber so little sind sie gar nicht. Schmecken sehr, sehr süß, super, aber die platzen gerne. Nehme ich aber in Kauf, weil der Geschmack ist sehr gut. Und die Pflanzen legen weiterhin an und können sehr groß werden. Sliwe Limonie. Habe ich ja darüber schon berichtet. Ja, für meinen Geschmack zu mehlig. Die pflanze ich nicht nochmal. Ananas Blue. Habe ich gerade keine Reifen dabei. Sehr lecker. Hier hängen die beutelförmigen aus Persien. Einen kleinen Nachteil haben die. Die haben so einen grünen Kranz. Aber ist wohl sortenabhängig oder ich mache was falsch. Habe ich letztes Jahr auch schon gehabt. Aber sehr, sehr lecker. Geschmack ähnlich wie bei der Ochsenherztomate. So, dann habe ich hier noch die Ochsen. Nee, das ist die Ananastomate. Paris Crazy Cherry. Darüber habe ich schon berichtet. Ich habe die oben schon lange gekappt. Aber unten habe ich neue Triebe wachsen lassen. Und die blühen. Und die werden was. Dann San Marzano, darüber brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich denke, viele kennen die Tomatensorte. Große Überraschung war für mich dieses Jahr die Malinovka, aber die letzten, ich habe wohl zu doll gegossen, die letzten platzen mir alle. Aber große Früchte und sehr, sehr lecker. Und das Gute noch ist, die sind nicht unförmig. Die sind schön groß, kompakt.
Super für Salate. Gefällt mir gut. So, dann habe ich noch, was habe ich denn hier noch? Die Black von Pula. Die haben auch sehr gut geschmeckt. Und auch sehr kräftige Pflanzen. Also diese hier, das ist die Black von Pula. Die geht bis nach oben. Da unten, 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 unten. Bis dahin, also ich schätze mal 4 Meter lang. Eine große Überraschung war für mich auch die Carol Sibiri. Es war im August meine kräftigste Pflanze und ist auch weiterhin so. Ich habe bloß die Spitzen schon gekappt und die hat so weit oben noch so große Tomaten angelegt. Gefällt mir ganz gut. Im Erdgeschoss ist noch die Harapita Chili. Ich habe vor ein paar Tagen gerade ein paar Chilis abgeerntet, aber rucki zucki reifen hier noch ein paar nach. Und die treibt jetzt auch wie verrückt. Und dann habe ich hier noch zwei Indigo Blue Tomaten, die ich zuerst im Topf hatte. Meine Topfpflanzen aus Stecklingen, habe ich auch schon sehr viele Tomaten geerntet. Jetzt hängt hier nur noch der Rest. Aber hier zum Beispiel ist noch eine Tomate, da oben auch noch. Ja. Und ganz unten habe ich ganz viele Stecklinge von der Minze. Hier habe ich Rosenstecklinge, die sind auch ganz kräftig durchwurzelt, muss ich auspflanzen. Was war denn das? Avocado-Bäumchen. Aus einem Kern gezogen. Und hier unten habe ich gerade meine Versuchsreihe gestartet. Ich habe die Chili-Stecklinge vorbereitet. Dafür habe ich aus einer Blattachsel so einen Guide-Strip abgebrochen, ausgebrochen. Man sieht hier ganz gut noch die Bruchstelle. Also es ist nicht glatt geschnitten. Die untersten Blätter entfernt und dieses Blattpaar gelassen und aber auch eingekürzt. Und davon gleich ein paar in die Erde gesteckt. Und ein paar ins Wasser zum Bewurzeln gestellt. Zum ersten Mal versuche ich auch das Ganze mit der Petunie zu machen. Also ich werde die Schalen noch in einen Beutel reinstellen und zumachen, damit die, damit das Wasser nicht verdunstet. Und lasse hier aber auch im Gewächshaus stehen. So, und da ist meine andere Versuchsreihe. Noch mehr Petunien, die habe ich etwas früher vorbereitet, aber nicht abgedeckt mit einer Folie. Noch sind sie mir nicht kaputt gegangen. Dann mit der Chili auch probiert. Also die ist auch nicht eingetrocknet. Dann nochmal. Und das ist der kriechende Portulak, der gefällt mir ganz gut. Und den möchte ich überwintern lassen. Muss ich wahrscheinlich dann später ins Haus reinbringen. Eine letzte Gurkenpflanze ist hier noch mit dabei. Letzte Gurke hatten wir gestern hier abgeerntet, aber ich glaube, das war's mit der Gurkensaison. Aber ich bin auf eins stolz, ich hatte keine Spinnmilben hier im Gewächshaus an den Gurken. Das hatte ich fast jedes Jahr gehabt, aber dieses Jahr nicht, obwohl es so heiß im Gewächshaus war. Jetzt, wo die Tomatenblätter hier von unten abgeschnitten wurden, fängt der Ingwer wieder zu wachsen. Also da sehe ich ganz frische Triebe. Und der hat auch, wie viel? 4, 8 kräftige Triebe. Ich bin echt gespannt, was aus dem Ingwer wird.
extra gepflanzt hatte ich die nicht. Ich hatte die im Frühjahr einfach also ein Stück übrig und hatte keine Verwendung mehr. Ich hatte halt die nicht verbraucht und dann, ich schmeiß ja nichts weg. Dann habe ich die einfach in die Erde gesteckt, die Knolle. Das war ein kleiner Rundgang durch mein Gewächshaus mit euch Vasina. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!